Naja, er hat halt Fähigkeiten, die müssen ihm nicht von Gott gegeben sein, nur weil er es sagt. Okay, in die Richtung geht's auch zum nächsten Riss. Oder auch nicht. Wenn ich die Tür nicht aufkriege, dann geht das natürlich nicht. Dann geht's nur in die Richtung weiter. Muss ich überhaupt den Schreibtisch durchsuchen, wenn er eh leer ist? Okay, hier komme ich noch nicht rein. Vielleicht wird das ein Ausgang. Kein Eingang. Okay, das sah so aus, als gäbe es da Gegner. Ist ja richtig was los. Naja, gut, da ganz hinten, logischerweise. Danke, Revolver-Munition ist tatsächlich ganz nett. Ja, ich bin gerade selbst verletzt. Wurde ich angeschossen. Okay, aus irgendeinem Grund konnte ich ihn nicht schockieren. Der war Gott sei Dank nicht ganz so schwer. Vielleicht kommt gleich noch einer. Oder noch mehrere. Um das auszugleichen. Feuerhagel? Wo? Leider nur Munition für den Feuerhagel. Ich bin von der Richtung. An, dass er da hinten ist. Bevor ich da runter gehe, genau, komme ich nämlich nicht mehr zurück, gehe ich lieber hier nochmal hin. Das Fallenlassen einer einen geisterhaften Verbündeten. Nett, aber wozu? Ich hab nicht da, so... ein Lockpick. War da hinten jemand? Wo? Wo ist das Lockpick? Sie sagt mir, dass da irgendwo ein Lockpick ist, aber ich sehe es nicht. Kann man die alle öffnen hier? Ja, wirklich jedes einzelne Fach. So, das reicht dann aber auch erstmal. Die Bank des Propheten. Da ist sein ganzes Geld gelagert, ja. Oh, sind die Raben oder was auch immer das gerade war. Vorhin war er noch hier. Naja, er ist bestimmt abgehauen. Boah, das ist ja echt ein großer Tresor, aber hier fehlt irgendwie all das Geld. Aber die Vox Populi waren ja auch schon hier. Kannst du das öffnen? Mal sehen. Geschafft. Hey, die kommst du. Der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Was? Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Wer kann das schon? Er ist gerade schlicht und ergreifend in Luft aufgegangen. Auf mit dem Riss. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente, alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Hat er Lady Comstock getötet? Sie einen Unfall aussehen lassen.
Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Was meint sie damit? Oh oh. Hier durch. Gegner. Da ist sie aber wieder. Schaden. Oh, geht das wieder los? Juhu. Okay, nochmal ganz von vorne, ganz in Ruhe. Komm schon, mach mehr Schaden für dich. Wow. Oh, sie kann mir, glaube ich, auch Schaden machen. Das war nicht zu wenig. Es wäre super praktisch, wenn Elizabeth mir wirklich länger Gesundheit anbieten würde. Ich gehe nochmal zurück. Mann, ich habe schon wieder keine Munition. Das ist echt nervig. So, wie soll ich jetzt über die halbe Karte schießen? Erneut keine Munition, ich bin gleich tot. Ich hätte so keine Ahnung gehabt, was ich dagegen noch gemacht habe, mal noch machen könnte. Blablabla. Bin wieder hier vorne. Mit so gut wie keiner Munition. Und halb so viel Salzen. Wie vorhin. Boah, was geht denn hier ab? Das ist richtige Party. Cool. Okay. Na komm, stirb. Warum kriegen die eigentlich keinen Schock ab? Ich bin gleich wieder tot. Ach, ist alles offen. Was soll ich hier noch machen? Jetzt erhebt sich schon wieder neue Gegner. Nein, ich komme nicht zurück. Und Munition? Nein. Aber eine Orange, was mir jetzt extrem viel bringt, nämlich gar nichts. Keine Munition mehr. Ja. Okay, ich soll Kaffee aufnehmen anstatt eine Waffe. Spiel. Stört ganz schön gewaltig. Ja, ja, ich werde nochmal sterben, ist schon klar. Ich mach mir keine Sorgen darüber. Cool Geld. Keine Munition dafür. Gegner vor mir, Gegner hinter mir. Und nachher muss ich auch noch. Ich
Ich muss nochmal nachladen. So ein bisschen. Ui, sie gibt mir das erste Mal Gesundheit lange genug, dass ich es nutzen kann. Ja, hör auf zu ballern. Ich brauche Munition für das Maschinengewehr. Was liegt hier oben rum? Pumpgun-Munition. Na komm hoch. Okay, jetzt habe ich eine bessere Position gefunden. Nerven wir sie mal noch ein bisschen. Kommt sie jetzt wieder hier hoch? Wo ist sie? Ich habe keine Munition mehr. Ja, Elizabeth, das wäre jetzt wirklich hilfreich. Ich habe wieder meine gesamte Munition verbraucht. Na gut, dann muss ich wohl zum Automaten zurückkehren. So kriegt man wieder ein bisschen Munition. Kann ich überhaupt damit was machen? Oh. Okay, Salz findet sie sofort, aber Munition, das geht natürlich nicht. Fast wieder sämtliche Munition verloren. Komm schon hier rauf. Okay, ich brauche mal Munition fürs Maschinengewehr und für die Pumpgun. Ich überlege gerade, wie das hätte funktionieren können, wenn ich... da ist die Schrotflinte. Wie das hätte funktionieren können, wenn da kein Waffenautomat gewesen wäre. Irgendwie so überhaupt nicht. Ach, komm doch mal wieder her, du Bitch. Ja, so ist gut. Ist sie wieder zu weit weg? Haut auch noch weiter ab. Oh, hier liegt das Präzisionsgewehr, was aber sehr unpraktisch ist eigentlich. Immer wieder nachladen. Oh, diesmal hat er mal wieder so nachgeladen, dass ich nichts machen musste. Oh. Gott verdammt nochmal, das ist echt anstrengend. So, hier habe ich wieder volle Munition. Das mit dem Maschinengewehr. Ich wollte es aufnehmen. Aber stattdessen kann ich es nicht mehr aufnehmen, anscheinend. Von mir aus, dafür kann ich hier eine Leiche durchsuchen, die nicht vorhanden ist. Okay. Ergebe bitte noch etwas mehr Sinn. Wechseln wir mal wieder den Ort. Kalbere Stadt auf. Was wohl ein paar Flügel kosten? Gut. Doch ich würde jetzt erstmal sagen, das war Bioshock Infinite. Ich bin Classified P und. Wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss.